Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns hier in Corsia besorgen können. Und zwar befinde ich mich hier in Corsia auf den Koordinaten 49, 74. Und wir sind einmal in der Rissphase. Wie ihr da reinkommt, zeige ich euch gleich. Welchen Mob wollen wir umhauen? Und zwar, wir wollen ein Toy farmen, das hier von Beobachter Yorick droppen kann. Den könnt ihr einmal am Tag umhauen. Er buggt zwar, also wenn ihr ihn umgehauen habt, ist er trotzdem noch rare, aber ihr kriegt nur einmal am Tag tatsächlich Loot. Diesen Rare, wenn wir ihn töten, dann können wir zu einer 10%igen Chance dieses Toy hier bekommen. Schlund-Okularsucher schimpft sich das. Und das werden wir uns jetzt dann gleich mal angucken. Bevor wir uns das angucken, erstmal eine kleine Info. Den Mob könnt ihr hier oben nicht einfach so umhauen, sondern ihr müsst in die Rissphase kommen. Als allererstes benutzt ihr natürlich hier den Flug vom Lager hier rüber, dass ihr hier auf dieses, auf diese Pose kommt. Und jetzt gehen wir mal aus der Rissphase kurz raus. Jetzt sind wir in der normalen Phase. Und hier seht ihr, hier ist der Mob nicht da. Ja? Jetzt müssten wir auf der Map auch dieses Flugding haben. Ja, hier rüber geht das. Ich habe jetzt anscheinend das Addon gar nicht drauf auf dem Twink hier. Also da müsst ihr rüberfliegen. Und dann, wenn ihr quasi hier seid, dann gibt es einmal da hinten ein kleines Gebäude. Und in diesem Gebäude befindet sich ein Portal, das wir anklicken können. Und dann kommen wir in die Rissphase. Ihr braucht dafür, also hier das hier, wenn wir da jetzt draufklicken, steht da, reparierter Rissschlüssel brauchen wir da. Und diesen reparierten Rissschlüssel bekommt ihr eigentlich über zwei Wege. Wenn dann, kriegt ihr den von allen möglichen Rares. Also ihr seht, hier haben wir den reparierten Rissschlüssel. Also wenn ihr dieses Item seht, schmeißt es nicht weg. Das könnt ihr hier in Corfia und im Schlund noch öfter gebrauchen. Und das droppt von allen möglichen Rare-Mobs, wie ihr seht, so 5-1%ige Dropchance, je nachdem, was für ein Rare man umhaut. Und wo wir es auch herbekommen können, ist von der Codex-Fraktion. Das wird nämlich für 100 von diesen katalogisierten Forschungssachen verkauft, aber erst, wenn ihr, ich meine, den Rang 4 freigeschalten habt. Ne? Dann könnt ihr es euch kaufen, aber wie gesagt, von den Rares kriegt ihr es auch. Dann könnt ihr hier quasi in die Rissphase und in der Rissphase ist der Rare da, dort einfach unboxen. Wie gesagt, der hat fast 1 Million Life, also wahrscheinlich, wenn ihr mit schlecht equippten Twinks dran seid, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, macht schon Sinn, da eine Gruppe aufzumachen. Sind auch relativ oft Gruppen drin. Da ist jetzt gerade keine drin, aber gerade eben hatte ich eine Gruppe, dort haben wir ihn umgeboxt und da war das dann eigentlich relativ entspannt. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das Toy jetzt mal an. Und zwar Schlundokularsucher lernen wir jetzt einmal an der Stelle. Und dann gucken wir gleich mal. Schlundokularsucher da ist es. Okay. Was macht das? Beschwört ein Mini-Schattenreich, dass ich es nur rausbringe. Und zwar placen wir das jetzt mal irgendwo hin, wo vielleicht nicht so viele Mobs sind. Hier. Ihr seht, jetzt haben wir hier wirklich so ein Mini-Ding. Und dann können wir reinlaufen. Und dann sind wir auch in dieser Schattenphase. Seht ihr, wir sind hier quasi so komisch ausgegraut. Haben hier auch Mobs. Und auch so Kerker mit Seelen drin. Sieht recht cool aus. Und ich habe gehört, alle anderen, die da durchlaufen, sind dann quasi auch kurz in dieser Schattenphase. Man kann es nicht nutzen, um irgendwelche Rares oder andere Sachen damit rauszuholen. Also das soll anscheinend nicht funktionieren. Ist nur so ein kleines Gimmick-Item. Sieht aber ganz nett aus, wenn man es irgendwo hinplaced. Hat auf jeden Fall was. Ja, genau. Also nochmal die Drop-Chance hier. 10% täglich umhaubar. Müsst bloß so ein Rift-Key haben. Sobald ihr mit dem Ruf höher seid, könnt ihr die bei der Fraktion kaufen auf Rang 4. Sonst müsst ihr halt bei den Rares ein bisschen Glück haben. Gut, das war's mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.